Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinkum. Ja, wir sind in Folge 66 und wie ihr seht, renne ich hier schon wild durch die Gegend, was einfach daran liegt, dass ich hier wild durch die Gegend renne. Nein, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, vorgestern, ich würde mal so ein bisschen gucken, dass wir den guten John sehen. Es ist 10 nach, nee, 11 Minuten nach 10. Es ist der gleiche Tag noch. Ihr seht unten, die Aufgaben sind erfüllt. Wir werden auch gleich den Tageswechsel machen, nachdem wir den John-Part gemacht haben. Aber erst können wir so ein bisschen was wegpacken, weil ich war noch in der Gegend rummarschiert, wie ihr seht, und habe noch ein bisschen was gemacht. Ich habe erstmal hier das geschmolzen. Das können wir gleich noch eine Runde machen. Ich habe noch ein bisschen hiervon gefunden. Ihr seht, ich habe noch Blümchen gefunden. Ich habe hier noch ein bisschen Barren geschmolzen und solche Sachen. Wir packen erstmal ein bisschen was weg. Oh, jetzt können wir auch die Barren wegpacken, wenn wir hier schon sind. Ne, zwischendurch brauchen wir ja mal Zinnbarren. Das ist alles nur Treibholz, was ich hier gefunden habe. Das habe ich also mutwillig extra nur das gesammelt. Und ja, hiervon 84 für unsere Fläschchen. Das ist auch gut. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Nachfuttern. Blümchen müssen wir mal gucken, wo wir die gleich hinsetzen. Die Tierchen hier, die werden wir zum Teil verkaufen. So. Das werde ich verkaufen. Die hatten wir alle schon, die werden wir, so, jeweils einen noch von zusätzlich einlagern und die werden wir dann verkaufen. Das Holz können wir noch eben wegpacken. Das geht jetzt ja alles fix, ne? Wie ihr seht, hat nämlich auch wenig von. Werden einmal hier, wo haben wir sie? Da, die Spitzhacke nachbauen. Deswegen hatten wir die Kupferbarren beim letzten Mal schon gemacht. So, jetzt legen wir die Spitzhacke rein. Eigentlich müssten wir auch schon hier das eine Sache umrüsten, aber wie gesagt, wir haben noch Kupfer, das ist nicht ganz so wild. Blümchen können wir noch setzen, wenn wir das wollen. Gucken, welche Weggeschichten wir noch nicht haben. Hier vielleicht noch so ein bisschen bei John noch ein bisschen den Weg hier machen. So, dann sind die auch weg. Was hatte ich jetzt noch in der Tasche? Ach ja. Tierchen zum Wegpacken. So, die packen wir weg. Da haben wir dann ein mehr von. Da haben wir wieder ein mehr. Da auch. Und Stinkbugs lohnen sich, glaube ich, eh nicht zu verkaufen. Da gibt es 5000 für den ganzen Stapel. Das ist nicht so berauschend. Grassamen haben wir hier drin. Die packen wir auch dazu. Und die da werden wir eben verkaufen. Und dann gehen wir nach Irwin. So sieht das Ganze aus. Und ich habe noch gefunden, das machen wir auch noch eben, dieses gute Stück Ember. Und da machen wir jetzt erstmal dicke Kohle mit, hoffe ich doch. Mal gucken, ein Ember-Chunk, also Bernstein auf gut Deutsch. Und 2,46 Kilo, 40.000, na natürlich, das nehmen wir noch mit. So muss das sein, Taschen voller Geld, bitteschön. So, Sell Goods, ja, machen wir. Und zwar die. Let's see. Ja, 5000, die nehmen wir auch mit. Hauptsache unsere Taschen sehen wieder gut aus, ne? So, und jetzt geht's los. Ich hoffe, dass das richtige Tierchen da ist. Und nein, ist es nicht. Gut, können wir auch nichts gegen machen. Hoffen wir auf den nächsten Tag. Ne? Weil wir können aber auf jeden Fall schon mal was einkaufen hier sowieso. Ne? Können wir hier mit Irvine mal in seinem Laden labern. Ne? Mal to chat. Wir haben ja seine Aufgabe schon gemacht, deswegen machen wir, ne? Bla bla bla. Sehr gut. Und da gab es, glaube ich, das Viertelherzchen. So, was ich auf jeden Fall jetzt schon mal kaufe, ist der Milking Bug. Den brauchen wir für das Tier, was wir noch nicht haben. So, dann holen wir den Animal Feeder. Den will er auch teuer haben. Den könnten wir auch selber bauen, aber ich möchte gerne, dass wir vielleicht von... Und auch schon für das nächste Tier die Möglichkeit, die Wolle zu machen. Aber wir haben die Handling-License noch nicht. Ne? Das nächste Tier wird dieses gute kleine Tierchen hier. Damit können wir nämlich Wolle machen. Und freut sich auch mal jeweils, wenn es Wolle geschert wird. Das ist alles mal super. Ne? Futter haben wir, glaube ich, noch genug. Aber wie gesagt, er ist jetzt ja auch ein ständiger Bewohner hier. Deswegen haben wir auch kein Problem hier mit ihm. Ne? Das ist das Schöne an der Geschichte. So. Ja, damit wir so ein bisschen was sehen, werden wir gleich mal den nächsten Tag dann anmachen. Und hoffen, dass dann was Passendes da ist. Ihr seht hier, das wird jetzt hier so langsam eng. Ne? Ich werde die Samen hier mal ein bisschen rüberschmeißen. Das ist ja unsere Gärtnerecke, sag ich mal so. Und dann haben wir hier die
Tierutensilien-Ecke und das gute Stück werden wir hinstellen. So sieht's aus. So, Animal Feeder, den stellen wir da schon mal neben das Tor. Theoretisch gesehen können wir da sogar schon was zu futtern reinmachen. So dreist könnten wir sein, weil es eh kein Tier da, was es wegfuttert und schlecht werden Sachen hier nicht, ne? So, dann sind wir theoretisch gesehen auf alles vorbereitet. Ja gut, dann würde ich sagen, wir wechseln mal munter den Tag und hoffen, dass dann das richtige Tier da ist. Dürfte ein bisschen was Sammeltechnisches geben und so. Da seht ihr ja die Abrechnung, Bugcatching ein bisschen, kleines bisschen Mining, bisschen Blümchen sammeln und so und da so ein paar Dings, die wir gemacht haben. Alles super. So, Besucher ist diesmal keiner da, schätze ich. Das ist ja immer wechselweise, ein Tag ja, ein Tag nein, wenn wir Glück haben. Ja, das ist leer. Da läuft schon der gute John und Irvine läuft hier auch rum. Aber wie gesagt, wir werden jetzt hier in der heutigen Folge nicht mehr zum Tier kaufen kommen dann. So sieht es ja leider aus, ne? Weil es wieder bis 10 Uhr geht. Da könnte ich höchstens dann wieder warten. Ein Dschungelperch. Ne, ich lehne ihn jetzt einfach mal ab, weil ich glaube, wir haben nichts mehr im Schrank liegen davon. Deswegen will ich das Risiko gar nicht erst eingehen. So, Irvine und brauchst was? Gunter. Sie wollen alle irgendwie jetzt komische. Ich will jetzt gar nicht angeln. Ne, ich sag mal nein, ich will gar nicht angeln. Angeln finde ich jetzt doof. Wir werden sie auch noch mal fragen, unseren Theo auch noch mal. Und dann wollte ich nämlich eigentlich eher so ein bisschen gucken, was wir noch gebrauchen und ob wir dann noch was anderes nachfarmen. Sprich, das sah kupfermäßig ziemlich schlecht aus. Ich weiß nicht genau, wo wir damit landen werden oder wo wir noch was finden. Blue Moon Butterfly, hier, das kriegen wir doch hin, Fletch. Das ist doch gar kein Ding, die liegen da ja. So, wir gucken noch mal, wie sieht es denn jetzt aus mit unserer Geschichte? 1,5 Sterne, okay. Beauty, License, wir werden besser. Ja, die Gebäude ist natürlich Happiness, versuchen wir nach oben zu bringen. So, sorry fürs Räuspern. Oh, hier eine neue Aufgabe. Dämper, Flower, Träumer. Haben wir noch nicht. Animal Research, das ist sehr schön. Da gibt es Geld für alle Tiere auf einmal. Da gibt es die Fallen auf einmal zurück. Und Fletch hat noch eine Info. Was gibt es denn Schönes? Logging License available for you. Echt? Habe ich da was verpasst oder so? Ich dachte, ich hätte die letzte Logging License. Ne, hier, Logging und Fishing License ist erweitert worden. Okay, auch jeweils 3000. Yikes, ist ja die Devise, die wir, ne? Fishing License ist cool, da gibt es dann nämlich die, die Eisenangel. Da kriegst du ziemlich jeden Fisch mit aus dem Wasser gezogen. Und ich meine jeden, weil sogar ein Hai. Den fängt man dann zwar nicht, der liegt dann am Strand und alles weitere könnt ihr euch dann selber überlegen. Das war auch schon mal Thema in einigen Posts, aber so ist es halt. So, genau. Früher Morgen. Hier sind die Sachen nachgewachsen. Die habe ich vor ein paar Tagen mal geerntet. Krokodile da. Geld ist nie zu verachten, ne? Ne? Keine Krokodile. Ich habe Fallen in der Hand. Will ich gar nicht. Ja, meine Aufgabe eigentlich jetzt war, mal wieder ein bisschen in die das Haus zu markieren auf der Karte erstmal, dass ich auch wieder zurückkomme. Da ist unsere Mine, ne? Da seht ihr, da ist das Tierhändlerzeichen. Wir sind jetzt da und ich wollte hier eine Runde Richtung Metalle gucken und mich dann, das ist, da haben wir ja nicht, ne? Aber mich dann da wieder irgendwie zurückporten. Also ich wollte gerne zu diesem kleinen Umlauf, da hätte ich fast gesagt. Aber das trifft es so ziemlich. Ja, mein Räuspern, sorry dafür. So, da sind wir auf jeden Fall schon mal auf
auf den richtigen Weg hier. Müssen so ein bisschen Wasser überqueren. Könnte ich immer schon gucken, ob wir auf dem Weg dann schon was sehen an Metallen. Ne? Können natürlich zwischendurch auch, wenn es auf dem direkten Weg geht, mal so ein Schmetterling mitnehmen oder zwei oder so. Ne? Tut ja nicht weh. Oh, hups, hier muss man was einsammeln. Das lag auch auf dem direkten Weg, ne, was wir da machen. Ja, hier auch rüber. Hier hinten sind wir schon im Metallbereich. Und da hole ich auch schon die Spitzhacke raus, wie ihr seht, weil hier haben wir auch schon Metall. Ja, so muss das sein. Also Metallvorräte auffüllen. Hier funktioniert es. Können wir natürlich auch in der Mine machen. Aber irgendwie muss ich sehen, dass ich die Hunting License nochmal nach oben kriege. Aber wir können auch mal so reingucken. Aber sie kostet halt 25.000. Dann soll sich der Weg da rein auch lohnen. Ne? Also man will ja nicht dann da einfach nur so grob drin rumwursteln, sag ich mal so. Soll ja schon was bringen. Und hier ist einiges gespawnt an Metall. Das ist schon mal sehr gut. Also einen Tag in die Mine werden wir definitiv auch nochmal machen. So. Gucken wir mal. Das ist, glaube ich, nur Kristall. Kristall, Kristall, Kristall. Da oben wohnen euch böse Tiere, aber da oben ist eh kein Metall. Meine Idee war es ja mehr. Ja, das pflücke ich jetzt nicht. Mal hier eine Runde zu gucken. So, kartentechnisch. Wollte ich eigentlich hier rum. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich mehr in die Richtung abbiegen. Bist du nur ein Stinkekäfer? Wenn ja, dann kann ich dich nachher wieder freilassen. Ja. Aber ich will gerne den Skill haben. So, nochmal gucken. Das hier, ja. Einmal hier so rum. Ich glaube, hier waren wir nämlich noch nicht so oft. Nach unten sind wir schon mal gewesen, aber hier sind wir, glaube ich, noch nicht so gewesen. Das sieht, ist das auch ein Stinkekäfer? Ja. Macht nichts, stapelt sich. Irgendwie haben wir hunderte Stinkekäfer gerade. Ah, die Früchte sammeln wir so oft auch nicht. Die sammle ich denn auch mal ein. Hier ist auch freundlicher Schmetterling. Was ist hier eigentlich los? Ich finde hier alles, bloß nicht das Metall. Doch, Metall haben wir auch schon gehabt, aber... Wäre natürlich schön, wenn wir hier mal ein paar Greenboards finden würden. Das würde ich mir gefallen lassen, muss ich sagen. Und ich glaube, wir brauchen nie wieder im Leben Stinkekäfer sammeln. Und fliegen, glaube ich, auch nicht. Das ist Knochen. Ich wusste zuerst, dachte erst, was ist das denn? Aber waren Knochen. Das hier sieht alles aus wie Kristall. Die werde bestimmt zwischendurch schreien, mein, du bist am Metall vorbeigelaufen. Das kann gut sein, dann bin ich einfach nur blind gewesen. Dann kann ich immer alles sehen, ne? Das ist es halt. Das sieht alles aus wie Kristall. War ich hier vielleicht doch schon mal? Auszuschließen ist das nicht. Kriegen wir auf jeden Fall unsere Bug-Catching-Skills hier nach oben. Das steht schon mal fest. Ja, da brauche ich doch glatt wieder eine Schaufel. Glasbulb. So, oh, ein Truthahn. So ein Truthahn ist natürlich ein Traum. Das dauert jetzt zwar 3 Peak, aber so kriege ich meinen alten Speer noch weg. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Und kann halt... Und kann halt dementsprechend den Skill nach oben treiben, vor allen Dingen. Das ist noch ein Truthahn. Weil, wie gesagt, Jagdlizenz, das hätte noch was. Oh, da sind die großen Vögel.
Und der haut natürlich in die Richtung ab, ne? Was ein Arsch, hätte ich fast gesagt. Habe ich auch nicht. Nur fast. So, hier bin ich jetzt auch irgendwie ein bisschen vom Kurs abgekommen. Ich muss hier irgendwie um das Ding rum und dann nach rechts. Wenn ich meinem Weg folgen will. Bin ich einfach so in Windeseile um die Ecken gezischt. Hier zischen wir auf Windeseile auf den Truthahn zu, das ist gut. So. Sieht leider alles aus wie Kristall hier nur. So, ich muss glaube ich durch. War ich jetzt richtig? Ich gucke nochmal. Ja, durch diese hohle Gasse muss ich kommen oder so ähnlich. Oder werde ich jetzt schwimmen oder was auch immer ihr wollt. Und das da vorne ist mein Wunschgebiet. Meine Ausdauer ist natürlich jetzt hier schon tierisch runter. Deswegen werden wir jetzt hier mal fix was essen. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, jetzt sind wir too full. Hier gibt es wieder Truthahn. Der weiß auch, dass es hier Truthahn gibt. Das hilft unserer Jagdlizenz auf jeden Fall. Also es kommt mir nicht so super bekannt vor. Und ich sehe hier auch jetzt so ein, zwei kleine Metallsachen. Aber nicht so die riesige Ergiebigkeit hier, ne? Hier ist auch noch eins zwischen. Nehmen wir natürlich mit. Aber wir wollen die Karte für all mögliche Sachen hier erkunden. Und das ist es nicht, ne? Also natürlich voll nix gucken wollen wir nicht. Ne, hier war auch nichts. So, das wäre der Weg zurück nach Hause. Aber nein, sage ich da nur, aber nein. Ja. Da ist noch ein Schmetterling. Da ist noch Metall. Und da ist auch noch ein Truthahn. Falsch, richtig. Da vorne ist auch noch Metall. Ja, ist ja nicht, dass wir jetzt kein Metall gefunden haben. Ne? Das ist soweit okay. Da ist der Truthahn. So. Den haben wir auch. Ich glaube, hier hinten ist dann, war es hier? Hier ist der Port-Part dann irgendwo da hinten. Ich laufe jetzt hier mal rüber und dann porten wir mal. Die heutige Folge ist ein kleinen Tick länger, wie ihr schon merkt. Ne, das liegt an meiner kleinen Exkursion hier ins Grüne. Die Schmetterlinge lasse ich da erstmal außen vor. Und da vorne können wir uns porten. Also das war jetzt, das ist reingeflogen ins Netz, ne? Also der ist schon selber abgehauen. Reingeflogen ins Netz. Damit unser Netz auch hops gegangen, auch schön. Damit haben wir hier noch ein Old Gear gekriegt. Und ihr seht, unsere Taschen sind schon ziemlich voll und wir müssen auf jeden Fall, können wir froh sein, dass wir zu Hause schon ein Ersatznetz liegen haben. So, ja, ich würde sagen, wir porten uns einfach mal. Da sind wir und wir scrollen ein bisschen zurück. Hier geht's wieder Richtung nach Hause. Da seht ihr, wie wir uns hier mal freundlich porten. Und hier geht's zum Haus. Ja, ich würde jetzt sagen, ich laufe noch eine Runde zurück und dann beenden wir den Tag. Und dann war's das. Wir werden also das, ich werde das nächste Mal wieder vorbereiten, dass wir wieder mal passend zu Irwin können. Ne? Er arbeitet erst in 1,5 Stunden. Und wie gesagt, ihr seht, ne, es hat Vor- und Nachteile, wenn man an der Zeit rumspielt. Aber so machen wir es.
Ja, wir machen die Abrechnung und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Würde mich sehr über einen Teil freuen und ja, ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Da seht ihr, überall ist ein bisschen was dazugekommen. Es war nicht so super viel an Jagdgeschichten. Das waren auch nur ein paar kleine Truthähne. Ne? So ist es halt. So, und wir haben das nächste Mal unseren guten Schneider zu Tisch, nee, zu Besuch, so wie es aussieht. Weil ich habe da eine Schere gesehen. Aber wie gesagt, das machen wir übermorgen. Bis dann.